Wenn wir merken, dass in unserer inneren Welt der Archetyp des Co-Abhängigen das Kommando über unsere Beziehungen übernommen hat, dann steht direkt hinter ihm meist unser abgelehntes inneres Kind, welches glaubt, dass die Gefühle der anderen Menschen deine Verantwortung sind. Der Weg der Heilung gelingt, wenn wir die Beziehung mit uns selbst heilen, damit wir danach auch erfüllende Beziehungen mit anderen erleben können. Das Muster der Co-Abhängigkeit zu durchbrechen bedeutet aufzuhören, uns selbst immer und immer wieder zu verlassen. Viele von uns haben gelernt, dass sie dann ein guter Mensch sind, wenn sie selbstlos sind. Aber